Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei dieser nagelneuen Videoreihe zu Sekiro Shadows Die Twice. Und zwar mit dem Item, Enemy und Boss Randomizer. Ihr habt mich ja ganz schön angefixt mit den Randomizer Runs zu Dark Souls 1 und 3 und jetzt dachte ich, gut, dann hauen wir hier mal in die Vollen und lassen keinen Stein mehr auf dem anderen. Wie die Mod bereits verrät, wird hier alles durcheinander gewürfelt, was das Spiel zu bieten hat. Nicht nur die Items, die man überall finden kann, sondern auch sämtliche Bosse, Elite-Gegner und alle normalen Gegner. Die Mod ist von dem sehr, sehr fähigen Modder The Fifth Mad gemacht worden und die lässt sich extrem stark individualisieren. Wie ihr seht, habe ich im Grunde überall Kreuz hingesetzt. Alles wird randomized von dem kleinsten Item bis zum größten Story-Boss. Hab's allerdings auch so eingestellt, dass wenn man früh auf späte Bosse trifft, dass die runterskaliert werden und damit der Run ein kleines bisschen fairer wird. Bei den Items habe ich die Esoterik-Texte verändert, dass im Grunde die Fertigkeitenbäume entfallen und die einzelnen Fertigkeiten auch als Drops in der Spielwelt auftauchen. Wo jetzt dann noch der Sinn in den Level-Ups ist, wird sich dann zeigen im Run. Das werde ich dann mit euch gemeinsam herausfinden. Ich habe auch die Erinnerungen der Bosse, mit denen man die Angriffskraft verstärkt, als auch die ganzen Heil-Upgrades, sprich die Gebetsperlen und die Kürbis-Upgrades komplett randomized und die sind auch nicht mehr da, wo man sie ursprünglich erwartet. Wenn ihr genau diesen zufallsgenerierten Run nachspielen wollt, seht ihr unten die Fixed Seed. Das ist die Seed, mit der ich spiele. Ich schreibe die euch auch gerne nochmal in die Videobeschreibung hinein. Ich werde für den Run übrigens tatsächlich sämtliche Zwischensequenzen und Dialogzeilen überspringen. Kennen wir ja alles schon, ist auch für diesen Run nicht wichtig. Wer die Story gerne miterleben möchte, ich habe noch zwei weitere Videoreihen zu Sekiro. Zum einen meinen eigenen First Playthrough, den ihr bei mir auf dem Kanal findet, als auch den Einsteiger-Guide, der in vielen Episoden dazu dient, euch als Einsteiger von A bis Z durch Sekiro zu führen. Genug der einleitenden Worte, starten wir diesen garantiert sehr herausfordernden, aber bestimmt sehr, sehr spaßigen Randomizer Run. Items, Enemies und Bosses. Jawohl, los geht's. Gut, also, natürlich beginnen wir da, wo auch das normale Spiel beginnt, ist klar. Das ist nicht randomized, das wäre ja noch schöner. Hier liegt normalerweise ja Emmas Brief, der uns beauftragt. Wir sollen zu dem Mondturm, um dort Kuro zu befreien, den kleinen Lord, der da gefangen gehalten worden ist. Und jetzt ist es Öl. Okay, der Randomizer funktioniert, das ist schon mal gut, zumindest bei den Items. Öl ist ja dazu da, Gegner dann, wenn man mit Feuer kämpft, noch mehr Schaden auszuteilen, wenn man sie zuvor eben mit Öl bekleistert hat. Alles klar, also die Ashina-Talsperre ist ja das Tutorial-Gebiet. Wir sind noch unbewaffnet, wir können auch noch nicht rennen und müssen uns jetzt bisher nur auf unsere Schleichfertigkeiten konzentrieren, was hier wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so schlecht ist, weil normalerweise stehen ja hier ein paar ganz normale Ashina-Soldaten und wer weiß, was der Randomizer uns jetzt hierhin platziert. Werfen wir doch gleich mal einen vorsichtigen Blick um die Ecke. Das ist ein Scharfschütze von der Kanonenfestung. Ein Level 3 Ashina-Soldat und eine... Oh, das ist die Giraffe. Diese Tausendfüßler-Giraffe, oder wie sie heißt. Geht ja noch. Also trotzdem eine Deckung, weil wir können uns nicht wehren. Und sie unterhalten sich natürlich nach wie vor miteinander. Das ist süß. Okay, gut, aber schnell vorbei. Uiuiui. Die Giraffe spricht. Okay. Wer auch immer uns jetzt gesehen hat, das ist vollkommen egal. Wir können hier total gefahrlos hier an der Klippe entlang. Die Aggro wird gleich wieder verschwinden. Und ich vermute, dass der Randomizer jetzt gleich bei der Zwischensequenz ausgesetzt wird und wir von Kuro sowohl unser Schwert als auch die Kürbisflasche bekommen, weil sonst hätten wir schon relativ schnell einen Softlock. Und ich denke, da bekommen wir das, was wir normalerweise auch in der ungemoddeten Version von Sekiro bekommen. Okay, aber erstmal hinein zu Kuro, Hallo sagen. Und das Kusabimaru, jawohl, das Schwert bekommen wir. Und wenn wir jetzt nochmal mit ihm reden, bekommen wir bestimmt die Kürbisflasche. Jawohl. Perfekt. Dann sind wir jetzt gut ausgerüstet und können, nachdem wir die Kürbisflasche hier auf die Schnellobjekte gelegt und uns geheilt haben, nochmal ganz kurz mit ihm reden. Und hier oben noch die Kügelchen einsammeln, die da normalerweise liegen. Schatzkarpfenschuppe. Okay.
Okay. Spezielles Handelsmaterial für zwei Händler hier im Spiel, die nur damit handeln. Die wollen kein Geld, die wollen diese Karpfenschuppen haben. Das wird auch lustig, was die Händler dann, ob die auch randomized sind. Das war ja immer das Schönste bei den Item-Randomizer-Runs von Dark Souls 1 und 3, weil auch die Händler, deren Portfolio immer komplett durcheinander gewürfelt war, mit zum Teil echt abenteuerlichen Preisen in beide Richtungen. Das war echt lustig. Du bist ein ganz... Das ist ein normaler Soldat, der hier normalerweise auch hin und her patrouilliert. Und da haben wir... Was ist das? Ach, eine Giftechse. Hallo, du bist ja süß. Okay. Ja, noch geht's ja. Das ist ein Schütze. Schnell, schnell an ihn ran. Okay. Und hier... Oh. Ei, ein Kanonen. Oh. Und eine Krähe. Das sind ja die, die... Oh, eine Geistkrähe. Das sind die Krähen, die ja auf der Ashina-Burg, auf den Dächern immer ihr Unwesen treiben. Und das ist einer von den roten Elite-Soldaten, die... im dritten Akt erst auftauchen. Wow. Aber tatsächlich... Oh Gott, also entweder hatte ich gerade Glück oder es ist tatsächlich so, dass die Mod auch dahingehend funktioniert, dass wirklich solche heftigen Endgame-Gegner runterskaliert werden auf die... auf die Umgebung, in der wir uns gerade befinden. Gut zu wissen. Oh, ein Purple Ninja. Ich habe keine Leben mehr. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ich habe auch noch keine Wiederauferstehungskunst. Okay. Gut. Interessant. Also da ist die Mod schon zu Beginn im Tutorial. Durchaus. Ich meine, es ist tatsächlich, das Tutorial ist From Software typisch gar nicht so einfach in der normalen Version. Aber... jetzt, Gott sei Dank, auch wenn man Sekiro wie ich schon 6-7 Mal durchgespielt hat und natürlich weiß, bei jedem einzelnen Gegner, was man wo wie machen muss, mit welchem Angriffs-Moveset und so weiter, ist das jetzt echt eine komplett neue Geschichte und sehr, sehr spaßig. Auch und insbesondere, weil mir hier der Randomizer gleich, oh mein Gott, schon, gleich solche Gegner hinsetzt. Ei, ei, ei. Komm her, komm her. Du sollst nicht schießen. Hm. Ja, viel Leben haben sie nicht. Die sind echt fair runterskaliert. So, jetzt versuchen wir uns irgendwie an ihn erst ranzupirschen. Und dann kann der Purple Ninja meinetwegen... Wer ist das? Ah, das ist so einer von den nackten Soldaten. Die sind keine Herausforderung. Der Purple Ninja allerdings schon. Oh, oh. Ich habe leider noch keinen Mikiri-Konter. Deswegen habe ich jetzt gerade leider ergebnislos mir ins Gesicht treten lassen von ihm. Ich hoffe, dass wir sehr früh den Mikiri-Konter finden. Der ist nämlich ein ziemlicher Game-Changer. Es wäre sehr anstrengend, wenn ich vor allen Dingen gegen die ganzen Speersoldaten im Grunde ohne Mikiri kämpfen müsste. Das macht keinen Spaß. Wirklich nicht. Fest draufbeißen. Die lassen aber echt sehr interessantes Zeug fallen. Komm her. Komm her. Okay. Jetzt schnell hier an die Wand. Die Taktik haben wir ja schon rausbekommen. Iframes nutzen. Und jetzt schnell weg. Da, wo Ruhe ist, damit wir in Ruhe gegen den Purple Ninja kämpfen können. Wer schießt? Das war der andere, ne? So. Auf der Treppe gegen ihn kämpfen ist keine gute Idee. So ohne Mikiri. Boah. Der macht mich ganz schön.
So runterskaliert ist der nicht. So. Nicht runterskaliert genug. Ja, aber kaum noch Heilmethoden. Das ist echt... Da oben sind keine Items, das weiß ich. Deswegen brauchen wir da gar nicht hin, um uns mit den Gegnern anzulegen. Aber da kommt jetzt gleich der erste Miniboss. Das wird ja lustig. Aber erstmal du. Ach, zum Bogenschütze. Easy. So, jetzt wen haben wir da oben? Da kommt ja normalerweise der erste General, dessen Namen ich vergessen habe. Und das ist eine Giraffe. Auch. Okay. 1000 Füßler. Ja. Ja, passiert. Wenn man mit Gegnern konfrontiert wird an einer Stelle, die man nicht gewohnt ist. Man muss wirklich extrem irgendwie so ein bisschen sein Muscle Memory komplett vergessen und das Spiel ganz neu angehen. Komplett neu. Muss ich jetzt jedes Mal an dem Purple Ninja vorbei. Und an dem... Okay, ja, vielleicht werden wir jetzt hier noch ein Weilchen uns aufhalten. Oder ich mach's ganz einfach und werde den Purple Ninja einfach dann an eine Stelle locken, wo ich dann im Grunde vielleicht die Aggro-Range... Oh, ja. So. So, jetzt schauen wir mal, ob wir ihn einfach mal irgendwie deagroen oder weglocken können. Der wird mir jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit hinterherrennen. Nein? Vielleicht können wir ihn ja so ein bisschen aus der Reserve locken und dann hinterrücks... Oh, oh. Ja. Oh, nein. Ich habe auf die Musik schon vertraut und dachte, er dreht schon um. Tut er nicht. Wird ein kleines Katz-und-Maus-Spiel hier, kann das sein? So, jetzt. Schauen wir mal. So wie sein gelbes Warnsignal verschwindet, wird er umdrehen. Aber er macht's clever, er guckt in meine Richtung und läuft rückwärts. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du bist ein kleines, hinterlistiges Biest, weißt du das? Aber ich weiß schon, wie ich dich erwische. Das weiß ich schon sehr gut. Stell dich ruhig wieder hinter die Tür. Ja? Hat er mich jetzt schon wieder gesehen? What? Versuchen wir das mal so rum. Er sieht mich. Die Purple Ninjas, sie sind und bleiben echt gemeine Burschen. Ja, ich kann den Blickkontakt nicht abbrechen. Das heißt, er wird jetzt ständig auf der Suche nach mir sein. Es sei denn, ich mache das jetzt hier vielleicht hier rum. Dass so vielleicht die Aggro-Range ausgeweitet wird. Auf jeden Fall sucht er jetzt wieder nach mir. Ah, das ist das, was ich wollte. Jetzt ist die Frage, ob er hier oben stehen bleibt oder ob ich, wenn ich jetzt mich an den Rand schleiche, er sich plötzlich umdreht und wieder zurücklaufen möchte. Aber das ist doch jetzt mal eine Möglichkeit... Er guckt immer noch. Wo ist er? Wo ist er? Der ist doch da drin, das weiß ich. Tot. Wer ist der bessere Ninja von uns beiden? So. Klasse. Jetzt können wir mit fast vollem Leben und einer Kürbisflaschenaufladung uns dem 1000-Füßler stellen. Das ist schon besser.
Mal sehen, ob er auch zwei Phasen hat. Ja. Da bräuchte man jetzt einfach auch schon diese Fertigkeiten, damit man schneller Haltung aufbaut. Das habe ich auch nicht. Oh Gott, das wird jetzt dauern. Ja, es geht schon. Mal eins. Komm mal ein bisschen hier wieder zurück. So. Jetzt zu dem Zeitpunkt hat man normalerweise eben, wie gesagt, schon die Fertigkeiten, dass man durch erfolgreiche Paraden und so weiter mehr Haltung aufbaut. Das habe ich jetzt alles noch gar nicht. Auch, dass man so Kopfsprünge und so. Dafür halt nur einen längeren Zeitraum keinen Fehler machen. Also, erster Miniboss bezwungen und normalerweise bekommt man ja, man bekommt die Gebetsperlen für die Vitalitätserweiterung und stattdessen ein schwerer Geldbeutel. Wobei auch nicht schlecht, ne? Irgendwann, früher oder später, kommen wir an irgendwelche Händler ran und auch da wird es besonders lustig, was die dann anzubieten haben. Miniboss der Seele statt einer Handvoll Asche. Das ist ein Item, das ich nie verwende. Seelenbalance habe ich nie verwendet, nie irgendwelche. Das war nicht sinnvoll. Da steht ein das ist ein Speerträger da auf der Brücke. Das wäre ärgerlich. Und wen können wir hier belauschen? Oh, da spricht ein Soldat mit seinem Doggo. Das ist ja süß. Der Hund antwortet sogar. Cool. Und der riecht mich natürlich. Klar. Oh. Schnell umhauen, bevor der anfängt mit dem Speer loszulegen. Unbedingt. Okay, wir kommen gut voran. Das ist gar nicht schlecht. Bisher schon interessant durcheinander gewürfelt, sowohl die Items als auch die Gegner. Das ist echt spannend. Total cool. Ein ganz neues, frisches Spielgefühl. Dunkelrotes Yashariku-Konfekt, wo normalerweise Kügelchen liegen. Das ist das Konfekt, das die eigene Vitalität halbiert, aber den Schaden um ein Viertel erhöht. Und jetzt kommt die ganz, ganz große Preisfrage, wie es jetzt hier mit dem Tutorial-Boss in Anführungszeichen ist. Weil ja hier normalerweise Genichiro auf einen wartet und das da überhaupt kein Problem ist, wenn man gegen ihn verliert, weil das Spiel so oder so weitergeht. Und man darf gespannt sein, was der Enemy- und Boss-Randomizer uns jetzt hier hinstellt. Das ist Lady Butterfly. Schmetterling. Die da vorne sitzt. Interessant. Ist eine coole Arena für sie. Tatsächlich. Ob sie da auch ihre Fäden spinnen kann zwischen den Säulen, auf denen sie ja immer rumtanzt. Man weiß es nicht. Oh. Oh. Gleich die zweite Phase. Ey, die blöden Geister. Und ich habe keine Knallsamen. Ja, sie kann tatsächlich auch in den Seilen springen. Komm, mach mal deine blöden Gehilfen wieder weg. Ja, danke. Also, das ist auch cool. In dieser Arena hier auf diesem Blumenfeld gegen Lady Butterfly zu kämpfen. Cool, Platz genug hat sie ja, ne? Aber sie beginnt gleich mit Phase 2. Das ist gemein. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ja. Mal sehen, wie lange wir durchhalten. Wie gesagt, wir müssen den Kampf ja Gott sei Dank nicht gewinnen. Aber so von wegen Downscaling merke ich jetzt auch nicht viel. Es
ist es ein bisschen gefährlich, hier an der Klippe zu kämpfen. Warum tue ich das? Na, komm. Ich hätte sie beinahe gehabt, aber hey. Und natürlich in der Zwischensequenz ist es Genichiro selbst. Der lässt sich das nicht nehmen, uns den Arm abzuschlagen, ganz klar. Bisschen falsch texturiert durch die Mod, weil er ja hier eigentlich gerade nicht sein sollte. Passt schon. Gut. Alles klar, dann haben wir die Ashina-Talsperre gemeistert. Schon die ersten paar durcheinander gewürfelten Items eingesammelt und Minibosse bezwungen. Wir bekommen eine A-Leber gegen Blitzverzauberung. Und sprechen gleich mal hier mit dem Bildhauer. Sollten wir hier den Prothesenarm bekommen? Ich habe ihn zwar, man sieht ihn, aber ich kann mich damit jetzt wahrscheinlich gar nicht wegschwingen. Oh, schauen wir mal. Es gibt ja noch zwei Items hier im Tempel. Und mit Emma können wir auch noch reden, aber die gibt einem nichts, glaube ich. Die sagt nur, hey, bring mir Kürbissamen. Hier hinten sind normalerweise Münzen, also ein kleiner Geldbeutel. Das ist nach wie vor der Fall. Ah, Gott sei Dank, Shinobi-Prothese. Ich habe schon gedacht, weil, da, ja gut, ich meine, das wäre echt schon auch wieder ein sehr früher Softlock gewesen, weil sonst wären wir da vorne gar nicht weggekommen. Was haben wir hier? Das ist normalerweise ein Kügelchen und stattdessen eine Schatzkarpfenschuppe. Das Nachtschwalben-Signal-Memo, das eigentlich nichts bringt. Okay. Quatschen wir noch mit der coolsten Figur hier im Spiel. Dem untoten Söldner. Aber von dem gibt's, glaube ich, gar nichts. Egal. Wir hauen ihn kurz um. Kommen seiner Bitte gleich nach und aktivieren ihn als Trainer. Um ihn dann später, wenn wir die sterbliche Klinge haben, dann komplett umzuhauen. Was ist hier eigentlich? Haben wir hier irgendwas drin? Nein. Schade. Wie gesagt, ich werde sämtliche Dialogzeilen komplett überspringen. Das wird dann im späteren Spielverlauf, da wird es noch ein paar Stellen geben, wo wirklich extrem viel geredet wird. Aber das werde ich dann, wie gesagt, alles wegdrücken. Das ist für diesen Run definitiv nicht wichtig. Hier ist es viel wichtiger, alle durcheinander gewürfelten Items zu finden, alle Minibosse zu bezwingen und vor allen Dingen die Hauptbosse. Gut, also an der Buddha-Statue rasten, um die Ärztin Emma zu aktivieren, die jetzt plötzlich da steht. Hier reden wir auch noch ganz kurz alles durch. Sie macht ein großes Geheimnis um ihren Auftraggeber. Spoiler, das ist Ichin. Sie sagt, bring mir Kürbissamen vorbei. Und ansonsten, was ist mit deinem Gesicht los? Tada! Perfekt, alles klar. Ja, dann sind wir soweit erstmal tatsächlich gerüstet für den eigentlichen Start des Item, Enemy und Boss Randomizer Runs. Wir können hier ins Ashina-Umland uns hochschwingen und das erste größere Gebiet erkunden und mal schauen, was uns das Spiel da so hinwirft oder eher die Mod. Wow, was für ein cooler Auftakt, das war echt schon sehr, sehr spaßig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser ersten Episode des Item, Enemy und Boss Randomizer Runs von Sekiro Shadows Die Twice. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen freuen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir uns dann hier durch diese Zufallswelt durchabenteuern. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.